Kulisse, so wie ihr sie bisher kanntet. Doch jetzt wird sich einiges ändern, denn ich wohne von nun an in Köln! Ich baue mir ein Schloss, das in den Wolken liegt. Ich habe bereits in den letzten Videos einige Anspielungen dazu gemacht und habe immer wieder mal so kleine Tipps gegeben, was denn in der nächsten Zeit passieren würde. Auf Instagram und auf Twitter und auf den anderen Social-Media-Seiten habe ich bereits angekündigt, dass ich nach Köln ziehe. Ihr auf YouTube seid somit die Letzten, die davon erfahren. Und das ist auch der Grund, warum ich in der letzten Zeit gar keine Videos hochladen konnte. Das hing nämlich damit zusammen, dass ich meine Abschlussprüfung schreiben musste, dass ich wirklich nur einen einzigen Monat Zeit hatte, um eine Wohnung in Köln zu finden und um sämtliche Möbelstücke zu kaufen, um die Wohnung zu renovieren, und selbst damit bin ich immer noch nicht fertig. Falls ihr eine Roomtour von mir haben wollt, schreibt mir das auf jeden Fall unten in die Kommentare oder gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Und falls ihr eine Roomtour von Menden haben wollt, also da, wo ich ursprünglich herkomme, kann ich das immer noch machen, das ist kein Problem, denn ich besuche meine Eltern und meine Freunde so gut wie jedes Wochenende und bin trotzdem noch in Menden zu sehen, also macht euch da keine Sorgen. Ich habe von nun an die Möglichkeit, mich voll auf YouTube zu konzentrieren, das ist nämlich genau das, was ich immer wollte. Und zwar ist es so, dass ich von nun an immer donnerstags und sonntags ein Video hochladen werde. An dieser Stelle möchte ich euch trotzdem fragen, wie es für euch am besten passt. Welche Tage in der Woche verbringt ihr mit YouTube? Ich denke mal, die meisten werden schreiben wirklich jeden Tag, aber schreibt mir mal bitte eure 2 Top-Tage in der Woche in die Kommentare, damit wir das alles so ein bisschen miteinander absprechen können, wann ich dann wirklich meine Videos hochladen sollte. Also zurzeit wird es sein sonntags und donnerstags, daran können wir immer noch irgendwie etwas rütteln, und in den nächsten Wochen wird sich dann herausstellen, welche 2 Video-Upload-Tage in der Woche für mich am besten sind. Ebenso bin ich jetzt für den YouTube-Kanal Yumidi zuständig. Einige von euch werden diesen Kanal kennen, also ich bin nicht alleine dafür zuständig, sondern ein toller Arbeitskollege, der Tomatolix. Einige von euch werden ihn wahrscheinlich auch schon könnt ihr ihn auch, aber ich meine kennen. Und zwar findet sich der Link zu seinem Kanal, falls ihr ihn noch nicht kennt, unten in der Infobox. Und mit ihm arbeite ich jetzt sozusagen hinter der Kamera für den Kanal Yumidi und arbeiten mit ganz, ganz vielen großen YouTube-Stars zusammen und holen die vor die Kamera. Yumidi ist eine Art News- oder Nachrichtensender, welches wir alles ganz, ganz lustig mit einzelnen kleinen Schnipseln von anderen YouTubern zusammenschneiden. Mich würde es wirklich sehr freuen, wenn ihr den Kanal Yumidi abonnieren würdet. Den Link zu dem Kanal findet ihr unten in der Infobox oder auch irgendwo hier im Bild. Einfach mal draufklicken und bitte, also wenn ihr das wollt, dann abonniert bitte den Kanal. Ebenso die Instagram-Seite. Die Instagram-Seite nennt sich auch Yumidi. Bitte auch unbedingt folgen. Und Facebook haben wir auch. Und es würde mich echt freuen, wenn ihr uns bei diesem Projekt unterstützen würdet und einfach mal vorbeischauen würdet, denn das ist jetzt das, was ich zurzeit eben fast täglich mache, und das sind jetzt die Sachen, auf die ich mich jetzt völligst konzentrieren werde, und das heißt, dass ihr somit viel, viel mehr Videos von mir habt und auch noch viel, viel bessere Videos. Ich hoffe es natürlich, dass sie besser werden. In Zukunft werden euch noch viele Parodien von mir erwarten und viele Sketche und auch unter anderem trotzdem immer noch Beauty-Videos für all die Leute, die sich gedacht haben, so, hey, ja, nee, es wird immer noch Schminkvideos geben, nicht mehr so krass, aber immer noch, und ich glaube, das reicht dann auch. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt diese gerne unten in die Kommentare. Und wie gesagt, falls ihr eine Roomtour haben wollt, schreibt es auch noch. Und falls ihr das Video gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung hinterlasst. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Mal in meinem nächsten Video in Köln.